Das Technikvariationstraining ist die letzte der sechs möglichen Unterarten des Erwerbstrainings. Und ich persönlich halte das für eine sehr schöne, sehr lohnende Art und Weise, hier Spieler zu fordern und insbesondere sie auf Dinge vorzubereiten, die im Spiel nachher essentiell wichtig sind. Technikvariationstraining, allein dieser Name sagt eigentlich schon, was Programm ist. Die Technik, um die es jeweils geht, soll in verschiedenen Variationen angewendet oder durchgeführt werden. Und wenn man sich das mal vorstellt auf ganz einfachem Niveau, wenn ich jetzt vom oberen Zuspiel, also vom Pritschen, spreche, dann kann eine Variation des Pritschens sein, ich pritsche den Ball flach oder ich pritsche ihn sehr hoch oder ich pritsche den Ball nach links oder ich pritsche ihn rechts. Und das sind verschiedene Möglichkeiten, wie ich habe, hier eine Variation in eine Technik hineinzubringen. Typische Situation, die auf dem Feld später mal kommen könnte: Ein Angreifer muss in verschiedene Richtungen angreifen können. Er könnte also die volle Diagonale angreifen. Ich denke jetzt an den Angriff über die Position 4. Also von der 4 in die volle Diagonale, das wäre auf die gegnerische Position 5. Oder er könnte Longline schlagen auf die gegnerische Position 1. Das wären jetzt nun mal so zwei Richtungen, die da möglich sind. Und der Spieler soll in der Übung des Technikvariationstrainings eben genau lernen, diese unterschiedlichen Richtungen zu spielen. Aber das Ganze muss jetzt ja unter einer bestimmten zeitlichen Konstellation und auch unter ja immer noch einer Entscheidungsfreiheit des Spielers stattfinden. Ich will mal versuchen, das ja gerade hier am Beispiel des Angriffsschlags zu erklären. Wenn du dir also vorstellst, ein Angriff über die 4, ein hoher Ball, wir gehen von einfachen Situationen aus, wenn du dem Spieler nichts mitgibst, wenn du einfach sagst, greif über die 4 an, dann sind das Standardbedingungen. Technikvariationstraining ist jetzt, wenn du dem Spieler sagst, greif in Richtung 5, also diagonal an, oder greif in Richtung 1 beim Gegner, also Longline an. Das sagst du dem Spieler, aber wann sagst du es? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Du darfst es erst kurz vor dem Schlag sagen. Also stell dir vor, das Zuspiel erfolgt. Der Ball fliegt in einem hohen Bogen auf die Position 4. Dein eigener Angreifer, der läuft an. Er macht den Stemmschritt, er springt hoch und während er in der aufsteigenden Bewegung ist, in dem Moment kommt die Ansage 1 oder 5 beim Gegner, wo er hinschlagen soll. Und dann springt er zu Ende, also er fliegt nach ganz oben und haut auf den Ball in die entsprechende Richtung 1 oder Richtung 5, je nachdem, was dann angesagt wurde. Du merkst, der Spieler, der Angreifer hat nur sehr, sehr wenig Zeit zwischen der Ansage von außen und der Umsetzung dieser Variante, die gefordert wird. Und das ist genau der Knackpunkt. Wenn wir diese Ansage zu früh machen, dann ist das kein Technikvariationstraining, dann ist das langweilig unter Standardbedingungen. Das ist einfach. Aber wir wollen hier etwas Schwierigeres haben. Die Ansage, wie ich die Variation gestalten soll, welche Variation ich tatsächlich anwenden soll, die darf erst kurz vorher da sein. Und typischerweise ist es so, dass man es sagt, ja, dass der Spieler es hören kann. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, das zu realisieren. Es gibt unten noch ein paar Videos, die das im Beispiel auch zeigen. Ich will es nochmal ganz deutlich sagen, der Spieler trifft hier keinerlei Entscheidung. Der Spieler bekommt von außen gesagt, welche Variante er einsetzen soll und setzt das dann letztendlich um. Wenn wir eigene Entscheidungen beim Spieler hinzunehmen, das ist dann der Moment, wo wir das Erwerbstraining verlassen und in das Anwendungstraining gehen. Das ist aber ja erst das nächste große Kapitel, was dann später kommt, wenn wir hier dieses Kapitel komplett durchgearbeitet haben.